Und da wieder. Alle hochgeheilt, nicht mehr alt, mit vollen SP und überhaupt. 176.000 Gold sind's. Das heißt, wir können ruhig zweimal sterben. Oder dreimal? Trotzdem sollte man mit der Haltung nicht unbedingt reingehen, aber es ist halt realistisch, weil der Turm ist echt knackig. Es ist schon ein ganz schöner Sprung nach oben. Schauen wir mal, wie viele Stufenaufstiege wir haben. Warum kriegt der Paladin so viel mehr HP? Oder ist es einfach nur Zufall? Also ganz theoretisch, wenn der Turm wirklich knackenbocken schwerer wird, als er jetzt schon ist, dann könnte Terik sich für ein paar Monate mit einem Zwergenfrauchen verziehen und dann züchten wir Terik Junior hoch und gucken dann, ob er besser wird als sein Papa. Und dann darf der alte Terik sich aufs alten Teil setzen und da weiter Karten zeichnen. Und der Junge tobt dann rum mit seinen 333 HP. Ist eine Überlegung wert. Aber wirklich nur, wenn die Herausforderung zu schwer wird. Für den armen 177er Terik hier. Ja, der kriegt nicht mal Level up. Ja. 9. 15 ist gut. Oder es werden einfach alles cast. Warte, Advanced. Ich war mit Talana, glaube ich, noch nicht fertig. Nee. Achso, das war Talana gerade, ja. Yellen. Ja, Vorteil bei den Castern ist halt echt. Also mal ganz davon ab, dass sie mehr HP haben jetzt als Terik, als ein Krieger. Weil es sind halt mehr Würfe. Die Zauberklassen selber sind halt körperlich nicht so stark, kriegen pro Stufenaufstieg nur ein paar HP. Aber dadurch ist das Durchschnittslevel halt höher, weil es mehr Würfe mit kleinerer maximaler Würfelzahl ist. Also so, wenn man jetzt 5W6 nimmt oder ob man 10W3 nimmt. Ja. Dann ist der Durchschnitt bei den mehreren kleineren Würfeln näher dran an dem Durchschnitt, den es auch bei exponentiell großen Zahlen haben könnte. Ich glaube, ich verfasere mich gerade. Aber ja, viele kleine Würfel sind besser für den Durchschnitt als, ne, ein W100. Ich glaube, das ist ein besseres Beispiel. Ein W100 würfeln, hast du halt, kann eine 1 rauskommen, kann eine 100 rauskommen. Wenn du aber 50 W2 würfelst, dann kommt wahrscheinlich, ne, was Besseres am Ende raus. Also dieses Risiko ist nicht so hoch. Und das hier würde ich als Risiko einschätzen. Das ist unter Norm. Aber egal. Also noch etwas, das für die Caster spricht. 222. Wir stellen Yallen in die erste Reihe. Terik darf hinten Däumchen drehen. Okay, Azese noch ein Faktor. Das stimmt wohl, ja. Und dafür gibt es ja auch Buffs. So, Spell Acquiring. Was haben wir da? Conjure Level 5. Conjure Level 6. Ah, Level 7 leider noch nicht. Das wäre noch wirklich gut, weil dann könnten wir jetzt die Klasse wieder wechseln und dann Wizard bei Talana. Weil die Wizard Spells, da könnte was ganz Neues, Tolles bei sein. Level 2. Gut, dass ihr so viel Gold zusammengefahren habt. Lass mich raten, du kommst auch nicht an Level 7. Ja, perfekt. Ja, warum auch nicht. Also bei allen fehlen jetzt noch ein oder zwei Level, um die Klasse wieder wechseln zu können. Dennoch ein sehr schöner Pool an SP. Und damit sollten wir im Turm gut vorankommen. So, um in den Turm zu kommen, müssen wir allerdings erstmal wieder nach hier drüben. Hier. Dann würde ich gerne nach oben. Arcan Teleport. Mürrum. Dahin. Ja, ins Portal. Being teleported ist okay. Turm. Okay, jetzt
zusammenreißen. Nichts übersehen, schön auf die Buff achten, schön darauf achten, dass keiner aus Versehen irgendwie stirbt. Hier fehlt was. Darf nicht Scryside. Ritter, also das war Greater Revelation. Ich verwechsel die immer. Second Sight, das war für Spezial-Encounter und ähnliches. Genau hier, Something Special ist hier, das wollte ich haben. Okay, wir haben Luglaran am Laufen, ist alles gut. So, wir müssen jetzt... Achso, diese dumme Verdröselung. Den oberen Gang dann nehmen, das antimagische Feld, der gefällt mir nicht. Ich durfte mich hier nicht teleportieren, ne? Nein, darf ich nicht. Okay, also. Dahin, dahin, dahin. Rein. Scry-Ding, jetzt muss ich nicht machen. Achso. Weil normalerweise geht man ein, zwei Schritte und dann weiß er, wo man ist. Ich bin jetzt auf dem antimagischen Feld, ja. Jetzt einen Schritt vor und ich werde hier mit teleportiert. Und jetzt kann ich das machen. Okay, wir sind in der Mitte. Wir können jetzt wieder neu hochbuffen. Das darf mal Yallen machen. Wir brauchen Great Revelation. Wir brauchen... Second Sight. Wir brauchen den Irrum. Was früher immer Talana machen musste, aber jetzt kann das auch Yallen. Haben das alle schön von sich gegenseitig abgeguckt, die ganzen Zaubersprüche. Und hier fehlt noch Levitation. Das kann Broom machen, damit wir uns die SP sparen. Ne? Ist ja ein anspruchsvoller Dungeon. Okay. So, wir haben hier überall Gegner. Wir hatten aber keinen wirklichen Weg weiter bisher. Wir haben einmal den Hinweis mit dem Untoten. Ne, das ist ein Golem. Nur eine Statue. Hier war der Untote, ne? Ne, auch nicht. Wie kommen hier so Untote? Irgendwas mit Atemklauen? Das war im Schloss, nicht im Turm. Okay. Nee, hier geht es um einen Golem. Und der erste Teil seines Namens ist Stein. Das heißt, hier muss jetzt irgendwas Wichtiges sein. Auch Kompass fehlt noch. Kompass. Minimap fehlt auch noch. Gut. Something special. Okay. A magic mouse on the wall speaks to you, saying this. Name the one of cold, foretold twofold. Twofold, das triggert was bei mir. Wo ist mein Zettel? Ja, Gas. Okay. First name part is rock, habe ich aufgeschrieben? Ja. Das mit dem Zweifach. Angekündigt oder dergleichen. Das hatten wir irgendwo stehen. Ich gehe raus. Ich gucke mal kurz da, ob da auch noch was steht. Nö. Okay, also wir haben Made of Earth, yet without soul, a living statue, he is whole. Das bringt keinerlei Hinweis auf den Namen, oder? Nur auf die Art, was es ist. Ich würde echt gerne die Musik ausmachen, während ich versuche nachzudenken. Du. Oh, viel besser. Dankeschön. Danke, Markus. Also. Da. As a guardian, he must walk. The first paid part of his name means rock. Also es ist nicht Stein, sondern es bedeutet Stein. Also kann es irgendeine Abart von Stein sein. Die drei Felder fehlen unten theoretisch noch. Kylearanstown. Nee. Sag mal hier Turm. Oh, der Crystal Guardian. Natürlich. Warte. Nein. The Crystal Sword will leave the Crystal Guardian in many pieces. Okay, ein Kristall ist streng genommen kein Gestein. Aber ich probier's. Crystal Guardian. Oh, passt nicht. War eine Idee, ja, aber es ist wohl nicht.
Baron's Throne, Baron's Throne. Baron Harkin, nein. Jabberwook hat nichts mit Stein zu tun. Ups, ich wollte nach oben. Once, das ist die mit dem Vampir, was ich im Kopf hatte. It drinketh blood and stealeth breath. One God hat auch nichts mit Stein zu tun. Silver Square. Crystal Sword released the Crystal Guardian in many pieces. Roscoe Magical Spa, nein. Golem Guardian Room. Ich muss gerade an. Das ist, glaube ich, eine jüdische Legende? Oder. Hat auf jeden Fall jüdischen Hintergrund. Mit dem Original Golem. Der hatte auf seinem Rücken ein Stück Papier drin mit dem Namen Aimeth, also Leben. Und wenn man das E rauskickte, war das E? Weiß ich nicht. Dann hieß es auf jeden Fall nur noch Meth oder so ähnlich. Und das war dann Tod. Hat das was damit zu tun? Hat aber absolut keinen Kontext zum Spiel. Also wie soll man im Spiel drauf kommen? Nee, das muss alles hier drin sein. Das müssen unsere Helden irgendwo gesehen oder gelesen haben. Made of earth, yet without soul. As a living statue, he is whole. Name the one of cold. Foretold, twofold. Also er wurde bereits zweimal erwähnt. As a guardian, he must walk. The first part of his name means rock. Ich nehme auf jetzt Stone Golem. Oh. Oh, warte, ich wurde einfach nur weggeschubst, oder? Nein, das war richtig. Warum mache ich mir immer so einen verdammten Kopf um alles? Einfach nur die Gegner, die hier rumlaufen. Gut. Oh. Ah, fuck. Es gab noch einen wesentlich genaueren Hinweis. Und zwar irgendwo hier. Oder was? War es in der Kneipe? Da wurde auch von einem Golem gesagt, von einem Golem gesprochen, dass er zweimal erscheint oder zweimal auftaucht. Ja. Ich glaube, es war eine Taverne. Also zwischendurch ruhig noch ein bisschen mehr Trinkgeld geben, ne? Stone Giant. Golem. Also immer schön Trinkgeld geben für solche Hinweise. Egal, wir sind weiter. Wir haben den Teleporter jetzt von da nach da aktiviert. Alles hier dunkel. Body Snatcher und Sorcerer. Nee, also wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich die Kämpfe jetzt hier ganz gerne. Da ich nicht weiß, wie leicht wir hier wieder rein und rauskommen. Also ob es noch einen schönen anderen Ein- oder Ausgang gibt. Ach, du mich auch, Spiel, ernsthaft? Dunkle Räume, die Kartenränder überschreiten. Das geht ja gar nicht. Oh, da war eine Tür. Ich hab's klicken hören. Okay, sehr gut. Dann mach bitte. Wer am meisten SP? Jan. So, wo sind wir? Hier sind wir. Da ist der böse dunkle Raum. Da will ich nicht hin. Kann man machen. Sechs grüne Drachen. Nö. Oh, das sind immer sechs grüne Drachen.
Wer weiß, wie viel Gold grüne Drachen haben. Aber hier könnten wir theoretisch, wenn wir Bock drauf haben, jedes Mal durch das ganze Kapuzeln zu laufen, hier könnten wir Drachen fahren. No. Können wir irgendeinen Spruch bitte bekommen, der nicht weggeht von Dunkelheit? Autsch, autsch, autsch. Autsch. Wozu war das? Autsch. Lass mich raten, hier ist es symmetrisch. Ja. Heißt, hier ist einfach gar nichts. Sehr gut. Au. Ah, jetzt. Ah, ne, da ist so ein Schwenker. Okay, da rein, da rein, da rein, dann wieder zurück. Ja, okay, jetzt rechts halten. Ja. Das ist viel Kram. Alles in 40er Reichweite. Ach komm. Die nehmen wir mal mit. Defend, defend. Okay, einmal ausweichen. Einmal schwächen. Und jetzt. Das hat nur 30er Reichweite. Oh. Okay. Dann mach trotzdem den für die in 30er Reichweite und du versuchst irgendwas in 40er. Du hast nichts in 40er. Nein, warte. Ich muss gucken, wo die sind. Ihr, die White Dragons können hinten eventuell Feuer spucken, aber ich weiß nicht, ob die 40 Fuß weit kommen mit ihren Atem. Ich denke, die gehen näher ran. Ne, ist okay. Also machen wir es genauso wie eben auch. Mindblade, 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 Mindblade. Jo. Wir versuchen zu fluchen. Ich kann nicht entfluchen, ne? Und jeder einzelne Dämon trifft alle aus der Gruppe und jeder muss würfeln. Das ist auch nicht so nett. Und sie kommen näher ran. Okay, sehr gut. Das heißt, sie sind jetzt auch in Reichweite für den Mindblast. Ja. Oh, Witherstaff. Witherstaff klingt Talana ich. Kann sie aber nicht gebrauchen. Vielleicht erst Wizards. Mal gucken. So, links rum. Das ist viel zu weitläufig hier. There is a silver triangle floating in the center of the room. Haben wir die gerade eingesammelt? Silver triangle. Wir haben jetzt also ein silver square. Oder haben wir den verbraucht? Trägt irgendjemand ein silver? Nö. Den haben wir irgendwo verbraucht. Oh ne, da ist er, Silver Square. Okay, wir haben Silver Square und wir haben Silver Triangle. Fehlt noch ein Kreis. Da sind wir. Geht's hier weiter? Ich würde mich ungern. Ne, geht's nicht. Okay. Und. Oh. Das Spiel ist so böse. Weil wenn man jetzt nicht den genauen Weg im Dunkeln gegangen wäre, sondern einfach nur, ach, ich will einfach nur raus, was meine erste Reaktion war, hätte man das Ding übersehen. Und da wir das erste Teil, das Silver Square, im Schloss bekommen haben und jetzt hier das Triangle, kann es ganz gut sein, dass es für ein Rätsel ist, das noch weiter weg woanders ist und dass man in jedem Dungeon einen Teil finden muss. Und wenn man denn den einen Raum, in dem ein Dungeon sich nicht genau angeguckt hat, bekommt man das Rätsel nicht lösen.
Ja, das wäre gemein. Und das würde ich dem Spiel auf jeden Fall zutrauen. Also wenn hier oben auf dem Turm irgendwo am Ende ein Magier auf uns wartet, dann ist mir vollkommen egal, wie nett er ist. Allein für diesen Raum hier hau ich ihn um. Und für die Tatsache, dass er sich einfach hochteleportiert hat, wenn er netter ist. Wenn dann sowas wie sagt, wie, oh, ich musste erst gucken, ob ihr würdig seid. Nee, gleich, gleich. Und Tirik muss abgehen. Er muss hier durchgehen im Dunkeln. Ich nicht gerade sein. Das macht er alles aus dem Gedächtnis. Ja, der geht das einmal lang. Dann merkt er sich, wo er lang gegangen ist. Und dann passt das.